Ja, hallo, mein Name ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach in Oberbayern, Murnau und in Hamburg. Wenn du auch Fragen hast, hast du den Newsletter, geht an über ein Formular auf liebestipp.de, da findest du auch meine Online-Kurse. Bootcamp, Anfang Dezember gibt es noch zwei Plätze in Hamburg. Und genau, heute mal Video, wo ich länger darüber nachgedacht habe, das ist jetzt speziell für die Männer. Und es geht darum, was ist das für ein Typ Frau mit den Männern, die jetzt zu mir kommen, die das Gefühl haben, ey, ich hatte eine mega toxische Beziehung, mir geht's total schlecht. Was ist da eigentlich los? Und ich habe also festgestellt, dass die Frauen, die da so beschrieben werden, jetzt von den Männern, erstmal sind die alle sehr ähnlich und das passt weder so hundertprozentig auf Borderline, noch passt es so hundertprozentig auf histrionisch, noch passt es hundertprozentig auf co-abhängig und ja, ich wollte wie sich mir diese toxischen Frauen, mit denen die Männer zu tun haben, also dieser Typ Frau, wenn ich mal so sagen darf, also sie haben schon so ein narzisstisches Element, aber eben auch noch mehr und unterscheiden sich sehr davon, wie diese typischen Bad Guys sind für die Frauen so. Und ja, wollte einfach für die Männer mal ein Video machen, so welche Eigenschaften haben diese Frauen, dass man da ein bisschen gucken kann. Ich meine, wie gesagt, wer die daten will, soll es machen, aber ich kann nur sagen, für manche Männer scheinen sie oder viele hochtoxisch zu sein, süchtig machend und ja, wird vielleicht nicht jedem gefallen, das Video, aber hilft nichts. Müssen wir auch mal ran, weil es melden sich einfach auch viele Männer und ich habe das Gefühl, da sind die Themen einfach auch nochmal ein bisschen anders. Gut, also welche Merkmale gibt es da? Erstmal haben diese Frauen häufig überhaupt keine Grenzen so, ne? Also es kann sein, also ihr kennt sie kaum und es wird schon die ganze Lebensgeschichte erzählt oder irgendwelche total intimen Details, vielleicht auch sexuelle Details. Oder ist es jemand, der euch körperlich extrem nahe kommt, obwohl ihr euch eigentlich gar nicht kennt oder auch schnelle sexuelle Angebote macht, obwohl ihr euch gar nicht richtig kennt. Und das könnte man so werten erstmal als, wow, das ist ja geil und sexy, die ist so sexuell offen, diese Frau. Aber ja, also ich wäre, also das, also ich kann ich jetzt zu allen Punkten, die ich jetzt hier gleich sage, wäre vorsichtig, wenn diese Punkte auftreten, ob das wirklich eine gesunde Beziehung ist. Kann auch sein, ihr habt das erste Date und ihr liegt schon so halb auf dem Kneipentisch und also es passieren irgendwie Sachen, die eigentlich so ein bisschen, soll ich mal sagen, unangemessen sind. Dann sagt man sich natürlich, ja, cool, das ist alles so, wir sind so offen, wir sind so frei, aber also das ist auf jeden Fall ein so ein Punkt, wo Männer dann schon so angefixt werden häufig, ne? Dann, anders als so klassische Narzissten, erheben sich diese Frauen nicht, sondern sie also sie hacken auf sich selber drauf, ne? Sie sagen dann nicht, ey, ich bin so geil, so sexy, sagen, sondern, ach, obwohl sie super gut aussehen vielleicht und extrem viel Energie reingeben in ihre Verpackung, sagen sie dann, ach, ich bin so hässlich, ich bin so ein Loser und so zeigen so angeschlagenen Selbstwert, was dann, fast alle Männer, die bei mir anrufen, haben so ein Helferding da mit diesen Frauen, ne? Und dann denkt der Mann, ja, ich kann ihr jetzt sagen, dass sie eigentlich gut aussieht und wie toll sie ist und ich rette sie und ich liebe sie jetzt richtig. Und das klappt dann noch nicht, ne? Dann sind sie sehr bedürftig und auch ein bisschen, dass sie so stalken können. Also es gibt halt dieses Future Faking, Fast Forwarding, dass sie schnell sagen, hey, ich möchte mit dir verheiratet sein und habe noch nie so einen tollen Mann getroffen. Sie sagen, ich will mich dir ganz und gar hingeben irgendwie und ich bin für immer dein. Vielleicht auch so eine blumige Rosamunde-Pilcher-Sprache benutzen. Und ja, es ist sehr addictive, aber es ist nicht Lovebombing, ne? Also wenn sich das so fett und blumig und also so ähnlich wie dieser Punkt 1, dass sie sexuell so offen sind. Ja, also passt da auf. Dann ganz wichtiger Punkt, übernehmen überhaupt keine Verantwortung. Egal was passiert, ist jemand anders schuld, bist du schuld. Es ist völlig wurscht. Oder was weiß ich,
keine Ahnung, irgendwie das Wetter ist schuld. Also es ist auf jeden Fall garantiert, ist nicht sie schuld. Also auch wenn sie vielleicht ausflippt, völlig daneben benimmt, dann hast du irgendwas gemacht oder du hast irgendwas falsch verstanden oder sie konnte nichts dafür oder es war ja, weil du das und das gemacht hast. Also das kann natürlich immer mal sein, dass man selber einen großen Anteil hat, aber wenn das immer, immer wieder, egal was man anspricht, man bekommt immer die Schuld, ist so ein ganz krasses auch, das ist jetzt so ein typisch narzisstisches Symptom. Dann emotional sehr labil, das ist für viele Männer auch so, ah, dass dieser Rettungsimpuls so losgeht. Und sind so sehr schwarz-weiß, ne? Also vielleicht eine beste Freundin von denen ist vielleicht ein Tag ist sie voll die Bitch, nächsten Tag ist sie super klasse und auch du bist vielleicht ein Tag, bist du total runtergemacht, nächsten Tag steht sie bei dir vor der Tür und will dich zurückhaben. Also es ist viel schwarz und weiß hin und her und ja, sehr labile Frauen so. Dann spiegeln sie dich perfekt. Also sie, egal was du für Sehnsüchte hast, sie werden erstmal scheinbar befriedigt. Ne? Wenn du so unsicher bist als Mann, dann sagt sie dir, ach, du bist so ein geiler Typ, du bist so männlich. Oder wenn du dir vielleicht insgeheim einen Kinderwunsch sagst, ja, ich will ein Kind mit dir. Es ist so, ach, mit dir will ich eine Familie haben. Also, ja. Oder es kann auch sein, wenn ihr bestimmte Hobbys habt, dass sie dann plötzlich mitgemacht werden oder bestimmte Eigenarten oder Rituale oder bestimmten Kleidungsstil, dass sich da angepasst wird. So. Dann hohe Libido. Also das ist häufig so, ich meine, ist natürlich schön für einen Mann, ne? Eine Frau hohe Libido hat, aber es ist halt auch das macht Männer dann manchmal so geradezu sexuell so ein bisschen abhängig, dass sie so ganz viel Sex wollen, ganz lange, ganz intensiv, extrem ansprechbar sind, vielleicht super schnell einen Orgasmus haben oder ganz viele. Und wie gesagt, das als Einzelsymptom ist natürlich eine feine Sache, aber gehört manchmal auch zu diesem Lovebombing- und Verführungskreislauf. Sind manchmal auch, das fällt mir auch sehr auf, unsicher so in ihrer sexuellen Identität, ne? Dass viele vielleicht gar nicht so richtig wissen, stehe ich auf Männer, stehe ich auf Frauen oder beides oder bi oder dies oder das und mal so und mal dies. Wie gesagt, als Einzelsymptom auch wunderbar, ganz normal, aber wie gesagt, wenn das im Zusammenhang mit diesen anderen Sachen ist, ist das so dieser toxische Typ. Dann ist extrem promisk, also das Bett wird nie kalt, so ungefähr. Sex wird auch gern benutzt, andere irgendwo reinzuziehen, von irgendwann Männern was zu kriegen und man weiß nie so richtig, boah, ist sie jetzt eigentlich treu, ist sie nicht treu, man hat immer ein komisches Gefühl. Man macht mal eine Woche ist Beziehungspause, Bums, war Sex mit jemand anders. Ja, also auch vielleicht eine lange Geschichte von vielen kurzen Beziehungen. Wieder, wenn das allein auftritt, alles okay, aber im Zusammenhang mit diesen anderen Symptomen. Dann, ja, auch so ein typisch narzisstisches Symptom wieder, keine Empathie. Also, wobei das auch sehr versteckt sein kann, aber irgendwo ist letztlich dann doch nicht für dich da, wenn du sie brauchst irgendwie. Und insbesondere passiert dieser Mangel an Empathie, wenn du dich besonders nett verhältst. Das ist auch so skurril, ne? Also, es kann durchaus sein, dass diese Frau vorher mit dem Arschloch zusammen war und da hatte sie ganz viel Empathie. Aber wenn du jetzt daherkommst mit Good Guy-Verhalten retten, bekommst du ganz viel Verachtung und also irgendwie das Gefühl, ja, ich verhalte mich eigentlich besser als dieser Bad Guy vorher, aber ich kriege trotzdem hier die volle Breitseite und man wird nicht verstanden und auch hochgradig irritierend. Dann passiv-aggressiv, das ist ein Riesenthema. Also du kriegst selten direkt was zwischen die Füße, sondern es werden so schnippische Kommentare oder zwischen den Zeilen oder es wird irgendwas Gemeines gesagt oder also plötzlich hast du, weiß ich nicht, irgendeinen Kommentar, wo irgendwas, was dir wichtig ist, plötzlich völlig in Frage gestellt wird oder von deinen Augen geflirtet, um sich so ein bisschen eifersüchtig zu machen. Ja, also irgendwas, was dir sehr wehtut, was aber so harmlos, sarkastisch daherkommt oder so ganz super wichtiger Termin wird, ach, habe ich vergessen. Und das ist wirklich sehr ausgeprägt dann. Dann viel Lügen, also nicht nur dieses Gaslighting, auch von diesem Typ Frau, also die lügen wirklich ja, über die Milch, ob sie Milch eingekauft haben oder nicht. Also es ist wie so eine, ja, wie so eine Gewohnheit. Man lügt eben, ne? So, ja. Und als letzter Punkt, es gibt häufig
zusätzliche Drogenprobleme, ne? Ob das jetzt vielleicht zu viel trinken ist, irgendwelche Pillen einwerfen und so weiter. Ja, wie auch immer man diesen Typen nennt, nennen jetzt einfach mal die toxische Frau. Männer, wenn ihr an so eine Frau kommt, passt auf. Denkt nicht, das ist der heißeste Scheiß seit dem Nikolaus irgendwie. Und vor allen Dingen, wenn ihr merkt, dass die mal tiefer reinrutscht, euch süchtig fühlt nach dieser Frau, das Gefühl habt, ich weiß gar nicht, was hier eigentlich los ist, ich verliere völlig den Grund unterm Boden. Ist vielleicht der falsche Typ Frau, den ihr da datet. In diesem Sinne, bin gespannt auf die Kommentare. Wir werden uns bald wiedersehen.